Ja, ich bin hier gerade am Alu-Schweißen und ich möchte euch heute mal zwei spannende Features vorstellen. Und zwar ist das eine ein Up- und Down-Controller und das andere ist ein Fußschalter. Und das Ganze setze ich ein an meinem Schweißgerät hier. Das ist das TIC 200E AC-DC Puls, ja, von DB Weisenstein. Das habe ich ja so ein bisschen mit die letzten Wochen mit rumgespielt und so. Momentan bin ich schwer am Alu-Schweißen. Ich habe auch schon einiges gefilmt und werde die Tage dann ein Video zusammenfassen und dann das mal vorführen. Hier, das ist einfach nur so, sieht man mal, wie viel man damit macht. Und zwar habe ich hier einmal einen Up-and-Down-Controller. Den werde ich euch gleich vorstellen und einen Fußschalter. Kennt ihr schon aus anderen Videos? Den werden wir uns auch zusammen mit dem Gerät hier mal angucken. So, als erstes gucken wir uns mal den Up-and-Down-Schalter an. Das heißt, wir haben hier den normalen Taster und hier können wir einen anderen Taster einfach einstecken und dann haben wir eine Taste, um den Strom hoch zu regeln und runter zu regeln. Ich mache euch das mal kurz vor. Geht hier oben einfach rein, man zieht das einfach raus. Ich stecke das hier rein. So. So, habe ich jetzt auch nicht tausendmal gemacht. Man sieht trotzdem, wie schnell das geht. Habe ich hier an und aus, runter und hoch. Das heißt, wenn ich zu stark aufschmelze beim Schweißvorgang, kann ich runter regulieren. Und wenn ich zu wenig aufschmelze, kann ich hoch regulieren. Wenn ich auf einer Leiter stehe, kann ich ganz normal den Schweißstrom variieren. Brauche nicht von der Leiter runterkommen. Wichtig ist, dass man das immer alles schön wieder wegpackt. Ist eine Platine, dass man die nicht beschädigt. Das ist mehr so ein Profi-Feature, was man sonst so in diesem günstigen Gerätebereich nicht sieht. Und hier bei diesem Gerät ist es halt möglich, sowas zu installieren. Und darum habe ich mir das auch mal besorgt, um das euch mal vorzustellen. Ja, jetzt hier mal der Up-and-Down-Controller im Einsatz. Ich drücke ja einfach hoch. Man sieht, erst geht er ganz langsam und dann, wenn man länger gedrückt hält, geht er irgendwann ganz schnell. Das heißt, man kann erstmal so kleine Verstellungen oder Einstellungen vornehmen, kleine Korrekturen und wenn man ein bisschen länger gedrückt hält, dann kann man auch wirklich große Sprünge machen. Das ist ein schönes Feature. Hier stelle ich es ein und jetzt stelle ich es hier direkt mal während des Schweißprozesses ein. Reguliere ich immer mal ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Da ist ein bisschen Übung, sage ich mal dazu, wenn ich da reguliere, hoch und runter und dann, aber das ist sicherlich auch nur eine Einarbeitungsphase. Mir fiel das jetzt so ein bisschen schwer. Da finde ich ein Fußpedal so ein bisschen leichter, um den Strom anzustellen. Also so ein Up-and-Down-Schalter ist, glaube ich, ein bisschen mehr was, wenn man so ein bisschen entfernt vom Schweißgerät ist und das einstellen möchte. So beim Schweißprozess an sich oder so funktioniert auch. Man merkt auch deutlich einen Effekt, wenn man das Schweißgerät damit hoch oder die Amperezahl damit hoch und runter reguliert. Ist sicherlich auch ein schönes Feature. Passt auch sehr genial zum Aluminiumschweißen, weil Alu leitet sehr gut die Wärme, wird sehr schnell warm, das ganze Material, und dann hat es ganz andere Schweißeigenschaften. Hier sieht man, ich starte mit 85 Ampere den Schweißvorgang. Ich habe jetzt auf der anderen Seite schon eine Naht geschweißt. Man sieht, die hat sich auch hier ein bisschen durchgedrückt. Das heißt, das Bauteil ist jetzt schon richtig, richtig warm und diese 85 Ampere reichen schon, um dieses 3 mm Blech problemlos aufzuschmelzen. Ja, wenn ich jetzt das Blech total kalt ist, dann muss ich wirklich 120, 130 Ampere nehmen, um es aufzuschmelzen. Und jetzt habe ich die ganze Zeit auf Down gedrückt, also auf runter. Und das Gerät hat auf 65 runter reguliert. Ja, ich merke dann irgendwann natürlich, dass er nicht mehr genug aufschmilzt und dann muss ich reagieren. So, jetzt im Gegensatz dazu der Fußschalter. Erstmal ist wichtig, der Fußschalter bei dem Gerät hat den Anschluss. Und das ist zum Beispiel der Fußschalter von meiner SuperTIC. Also was völlig anderes. Ich habe den Fußschalter hier am Boden und schweiße dann hiermit. Und jetzt habe ich halt
Ich stelle die maximale Amperezahl am Gerät ein und ich stelle auf Zweitaktbetrieb, das ist ganz wichtig. Und dann kann ich halt, wenn ich voll durchtrete, habe ich die volle Amperezahl, zünde, habe die volle Amperezahl und dann kann ich den Fußschalter langsam wieder loslassen und kann damit den Strom halt langsam runterregulieren. Ja, ich habe nicht einen Strom, den ich verändere, sondern ich habe einen Maximalstrom und kann von dem runterregulieren. Ist ein bisschen was anderes. Das eine ist zum Beispiel auch dafür geeignet, also der Up-and-Down-Schalter. Wenn ich auf einer Leiter stehe und ich will oben irgendwas schweißen auf der Leiter und ich will nicht extra zum Gerät runtergehen, habe keinen, den ich zurufen kann, schalte mir mal 10 Ampere weniger ein, dann kann ich das hier mit runterregulieren. Und das andere ist halt mehr gedacht, um direkt beim Schweißprozess runter zu regulieren, was ich natürlich hier, wie ihr eben gesehen habt, auch machen kann, ja. Aber hier mit dem Fußschalter, den ich hier so schön am Boden habe, liegen ein paar Kabel rum, kann ich das natürlich ganz genau regulieren. Wenn ich jetzt auch noch mal kurz hier eine kleine Naht ziehen. Ja, ich habe jetzt 200 Ampere. Ich reguliere das mit dem Fußschalter. Die 200 Ampere ermöglichen mir natürlich einen Startstrom, wenn ich richtig durchdrücke. Da kann ich richtig oder durchtrete besser gesagt, richtig diese Oxidschicht aufschmelzen und kann jetzt langsam zurückgehen und kriege dann eine gleichbleibende Naht. Und das Schöne ist jetzt von wegen, ich fülle noch diesen Endkrater ein bisschen auf, genau, habe eine wunderschöne Naht. Und schweiße jetzt genau daneben. Diese Stelle ist extrem aufgehitzt oder aufgeheizt, das Material. Aluminium ist ja ein guter Leiter, die Wärme geht schnell wieder raus, aber es ist natürlich auch schnell extrem heiß, das Werkstück. So, jetzt muss ich natürlich deutlich weniger Strom nehmen. Wie viel Strom nehme ich hier? Ist natürlich eine Frage. Kann ich jetzt mit diesem Fußschalter natürlich so regulieren, anhand, dass ich sehe, wie stark schmelze ich das Material auf? Jetzt schmeiße ich hier schön und bekomme genauso eine breite Naht. Mit der gleichen Amperezahl hätte ich natürlich deutlich, deutlich breiter, die wäre die ganze Naht geworden. So kann ich das schön über dieses Aufschmelzverhalten regulieren. Das ist eine ganz starke Sache beim Fußschalter. Darum beim Aluschweißen werde ich, glaube ich, vermehrt in Zukunft den Fußschalter nutzen, weil er ein schönes Feature ist. Dieser Up-and-Down-Controller, den werde ich an dem Schlauchpaket auch dran lassen, gerade wenn man mal irgendwo auf Montage ist und man kann die Maschine nicht perfekt mit der Hand bedienen, kann man da wirklich mit einer Hand, ohne von der Leiter zu kommen, ohne irgendwo wieder zur Schweißmaschine rüber zu gehen, kann man einfach regulieren. Ist einfach schon mal allein eine Funktion, eine Sache der Bequemlichkeit. Ja, ich hoffe, diese beiden Funktionen waren interessant für euch und auch im Zusammenhang mit dem Aluminiumschweißen. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, einen Daumen hoch. Die Geräte, soweit die verfügbar sind, verlinke ich hier, beziehungsweise ich bemühe mich da, Quellen rauszusuchen und die verlinke ich hier unter auch. Viel Spaß beim Schweißen, euer Manni.